Holtrehö und damit willkommen zurück zu Stranded Deep. Ja, mittlerweile ist ein kleiner Hotfix erschienen und wir spielen jetzt die Version 0.0.3H1. Oder vielleicht sollte ich auch besser sagen, wir spielen nicht die Version, sondern die Perversion. Je nachdem, was jetzt die Haie mit mir formen, also was auf jeden Fall beheben sein würden sollte, könnte beheben worden ist, müsste, sollte, kann, ist, dass wir... da ist ja wieder der Gedanke. Behoben worden ist auf jeden Fall, dass das Boot nicht mehr da rumbackt und durch die Weltgeschichte fliegt. Das ist schon mal sehr nice. Ich muss jetzt mal überlegen, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Stimmt. Wir wollten uns auf die lange Reise machen. Ist natürlich jetzt super, dass es wieder Nacht wird. Richtig vom Timing ist das super. Wenigstens haben wir jetzt das Unwetter nicht mehr hier. Und ich habe auch nochmal geguckt, wo ich diese Fischfalle reingeschmissen habe. Das war nämlich hier an dieser Stelle. Wäre natürlich jetzt ganz schön blöd. Ja, wo habe ich das Scheißding hingeworfen? Ey, ich finde das Ding einfach nicht mehr. Das ist absolut katastrophal. Vielleicht sollte ich mich mal da drüben auf die Insel begeben. Ich habe jetzt natürlich keinen Kompass, keine Richtungsangaben. Ich weiß gar nichts. Oh, nachts darüber schiffen. Nachts darüber schiffen. Ja, wir schiffen. Wir schiffen übers Meer. Nur mit was schiffen wir? Claudia Schiffer? Nee. Das ist natürlich jetzt komm, paddel. Da, 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 da. Oh ja, wir paddeln mit dem Ruderboot. Und ich bin in Not. Oh oh. Oh, was sehe ich denn da? Was ist denn da? Luftbläschen. Da sind Luftbläschen. Oder ist das etwa ein Hai? Hai, 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 hai. Ja, ich glaube, auf dieser Insel waren wir meines Wissens nach noch nicht. Da sind Luftbläschen. Das heißt, da ist auf jeden Fall was im Meer versteckt. Das Tolle ist natürlich jetzt dunkel, keine Taschenlampe dabei, super vorbereitet. Besser könnte es nicht laufen. Kollege, oh, wir paddeln mal fleißig weiter. Mal, da trainieren wir doch lieber noch mal ein bisschen unseren Bizeps, bevor wir da abtauchen. Und zwar in die ewigen Jagdgründe. Fass mich nicht an, los! Gibt's direkt mal. Alter Fatty! Rein da mit dir! Oh, 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 mein Popo Katepetl. Digga, Ruder! Och, Ruder, Ruder doch, Ruder doch! Ey, lass dich schon nicht von dem blöden kleinen Pimmel. Pimmelhai. Oh, wir haben geladen, neues Abteilungsgebiet hier. Eine Insel mit drei Palmen. Ja, die sehe ich da am Horizont. Und die ist ganz toll weit weg. Ja. Scheidenkleister, hätte ich fast gesagt. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich böser Lümmlich. Ja, toll. Wir haben eine Insel entdeckt, erkundet, erwirtschaftet, bebaut. Ich werde hier Industriegigant. Ich dachte eben, da kommt schon wieder so ein High-Attack. High-Attacke auf Malle. Oder waren wir auf dem Island hier schon mal? Warum heißt das übrigens Island? Kennt ihr das hier, Island? Das ist da, wo die ganzen Eier sind, ne? Da hört man wie auf rohen Eiern. Und dann schmiert man ab. So, hier ist der Fischwarm. Extrem toll. Was liegt denn hier in der Schatztruhe? Nee, ein altes Rumpfass. Doch, wir waren hier schon mal. Ich hab hier ja schon geplündert. Aber, Bruder! Ach, das war das Ding hier mit dem kleinen See. Mit dem Tümpel. Hier kommt man sich eigentlich auch mal häuslich niederlassen, ne? So ein schönes Feuerstellchen hier hinzwitschern. Die Angel auswerfen und, ja, gib ihm, Kollege. Ja, super. Hör mal, das ist natürlich jetzt wieder... was haben wir denn überhaupt dabei? Vier Äxte. Hat schon mal eine feine Sache. Bisschen was zu flacken. Ein Buddelchen. So, jetzt muss ich mal kurz... Das Scheiße, dass mir das ganze Update hier die Palmen zersäbelt hat. Jetzt sieht das sieht aus wie so ein altes Dinosauriergerippe, was zu zerbröselt ist. Mein guter Pfeil in Richtung Heimatinsel. Komm, jetzt zieh das mal auf. Oh, ist das schwer. Bleib hin und zieh es doch mal zu mir hier.
Wir machen jetzt hier auf Tokotuka Island die große Sause mit Paddleboat Whitewurf. So. Das funktioniert ja fast. Junge, Junge. Also super hier. Hör mal, komm mit. Komm. Raus. Ich zieh die raus aufs weite Meer. Er hat ein knallgelbes Gummiboot. Und darin ist Rauchverbot. La 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 la. Ups. Und drin. Ah, wo wollte ich denn jetzt hin? Von wo komme ich? Von wo kam ich? Von dort. Und ich segel. Oh, segeln wäre schön, ey. So ein schönes Segelschiff bauen. Und einen fetten Dreimaster. Mit Dieselmotor. Eine Spitzensache wäre das, hör mal. Hey Leute, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich schlepp da irgendwie, keine Ahnung, ey, vor 3-4 Wochen schöne Grippe gehabt, ne? Natürlich super. Am ersten Urlaubstag liegst du flach da mit Grippe. Ja, dann 1,5 Wochen so halbwegs irgendwie auskuriert. Dann kam noch, ja, was kam dann, ey? Antibiotika, ihr kennt das alles, ey. Und jetzt kaum 2-3 Wochen später habe ich schon wieder Halsschmerzen und es geht wieder los, Nebenhöhlen, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin eine Krankheit auf zwei Beinen, ey. Ich bin echt der Bacillus-Operator. Guck mal, da eine Boje, ey. Da tauche ich so schnell nicht mehr. Scheiße, das war mir ein einschneidendes Erlebnis. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt die Insel war, wo wir auch schon mal waren. Wir sind doch schon mal irgendwie weiter rausgepaddelt. Paddel die, paddel da. Boah, da zieht sich so Ewigkeiten, ey. Ich komme mir vor wie Dexter, der hier so eine Leiche noch an Bord hat und die jetzt hier ins Meer werfen will. Schön in handliche Stücke zerschnitten. Oh Leute, ey, ich würde nachts in so einem Gummiboot nie da rumfahren. Außerdem muss da doch auch mal die Luft rausgehen. Normalerweise müsste ich mir noch eine Luftpumpe bauen, ey. Oder ich trainiere meine Lungen und puste das Ding jedes Mal neu auf. Kann ich natürlich auch machen. Super Gaudi. Kippst du direkt in den Komatösen. Oh ne, wenn ich die Musik schon wieder... Das Ganze will ich antun, wenn er wieder nahe kommt. Oh, lauf. Oh, Blubberbläschen. Guck mal, Blubberbläschen. Wird natürlich nicht sagen, jetzt wo ich da bin, ist dunkel. Scheiße. So eine Scheiße, du. Ach, super Scheiße, ja. Sagst du ja. Geht ja gar nicht, du. Da Runde tauchen und Städte suchen. Ja, noch sehe ich. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren, von welcher gottverdammten Insel ich denn komme. Wo komme ich denn her? Ich weiß es nicht mehr. Ja, da ist ein Hai. Oh, lecker mio. Pass mal auf, wir... Sag mal, geht der Mond da unter? Ja, na wenigstens etwas. Pass mal auf, wir lassen uns mal auf der Insel da nieder. Und, ach ja, so ein... gedämmten Morgenlicht, wenn der Morgentau die letzten Blätter küsst, dann, blödes Arschgesicht, ey. Dann fetter Brocken. Aber die hau ich gleich mit dem Paddel so auf den Dez, ey. Ich hoffe, das Boot treibt jetzt nicht ab. Aber das wäre äußerst, Jetzt geht der Mond unter. Geil. Oh, romantisch. Ich habe meine Dead Eggs vergessen. Nein, verdammt. Jetzt kommt ein bisschen Romantik auf und meine Dead Eggs liegt noch hinten auf meiner Heimatinsel. Hau doch ab, du blöder Kakai. Kaka. Was war das? Ich bin blind. Mit Licht. Verdampf in der Sonne, du elender Drecksvampirhai. Ich glaube, der hat sich festgefressen. Das war an meinem tollen Popötchen. An meinem Pötchen. Pille, Mann. Ach, hier war ich doch auch schon. Ist das dieselbe? Ne, ist nicht dieselbe. Kacke. Super, ich will super weit wegfahren. In ein unbekanntes Land. Und wo lande ich überall da, wo ich schon war? Oh, hau doch mal ab, du. Ist das ein weißer Hai? Ich kenne mich mit Haien nicht so wirklich aus. La la la. La la la. La la la.
Du bist da und ich bin hier. Lass mich ins Boot, dann zeig ich dir den Weg zu den Sternen, du kleines Kackvieh, ey. Was? Guck mal, mit einer Bucht. Oh, eine Bucht. Da werde ich richtig eingebuchtet. Oh, ist das super. Das ist ja toll. Ich habe natürlich schon jeden Käse abgesucht. So, ich gehe einfach mal weg, weil ich glaube, das Beste wäre, wir lassen den einfach mal der Ruhe. Da Ruhe. Da Ruhe. Jason, da Ruhe. Da, 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 da. Ja, wir lassen den mal besser in Ruhe und dann ist er hoffentlich jetzt weg. Wir werden sehen, wo ist er denn? Hai-Alarm auf Ballermann. Dann besser Hai-Alarm auf Ballermann als Ballalarm auf. Jetzt komm ich in den Kackhahn nicht rein, ey. Geh doch da hoch, du alter Klempner. So, Nebel. Ey, fuck you. Ups. Knick mich hart, Alter. Geht ja gar nicht. Warum ist da jetzt Nebel? Oh, Baby, Baby, der Nebel ist so dicht. Genau wie ich. Ich muss eigentlich schon längst Entzugserscheinungen haben. Ich habe schon lange nichts mehr gesprittet. Der letzte Cocktail war vor dem Flugzeugabsturz. Ob ich jetzt schon angezeigt werde, weil ich Flugzeugabsturz gesagt habe, ist ja die High Jump Challenge. Ist ja momentan ein heikles Thema hier. Flugzeugabsturz. Ich sag nur German Wings. German Wings. Ein kritisches Thema, ich darf nicht mehr sagen, sonst werde ich gelünscht. Wenn ich mir da irgendwie einen zynischen, bösen, sarkastischen, schwarzhumorigen Kommentar erlauben sollte. Ja, Leute, traurige Geschichte, ne? Ist nun mal so, aber ich sag mal, so traurig es ist, es passiert nun mal leider, ne? Irgendeiner schlammt, das sind halt doch wieder wir Menschen, ne? Und Menschen machen immer Fehler. Ist einfach so. Es gehört zum Menschsein einfach dazu. Menschen machen Fehler. Das, ja, ist nun mal so. Und, ist es blöd, wenn so viele Personen auf einen Schlag erwischt. Gerade wenn noch Kinder dabei sind, immer nochmal eine Nummer heikler, aber sag mal, man fährt ja auch täglich, oder ich zumindest fahre auch täglich mit dem Auto zur Arbeit und wenn ich mir jedes Mal einen Kopf machen würde, wie viele Unfälle da passieren auf der Autobahn täglich, tödlich und ach Gott, und dann sagen würde, ich würde nie mehr Auto fahren, das wäre zu gefährlich. Ja, was mache ich denn dann? Dann bin ich ja wie hier gefangen auf einer einsamen Autoinsel. Ne, Leute, genug von dem Thema. Ich will auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich hätte fast gesagt, rumreiten. Aber ich reite ja nicht. So, wir. Ach, scheiße. Es war ja. Ich wollte ja da drüben hin. So, jetzt verschlucke ich mich hier fast an meinem eigenen Kautschukboot. Mit leckerem Gummi. So, wo war denn jetzt hier Blubberblasen? Plub, plubbi, plub, 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 bla, bla. Hallo? Plubbis. Wo sind die Blubberbläschen jetzt hin? Hier, oder? Ach, hier. Boah, die sieht man kaum in dem Sonnenlicht. Stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, Alter, ich habe eine Frage, kann man da runter tauchen, ohne dass kommt Hai? Ob ich da schon mal war, da unten? Ja, super, habe ich ja extra lang gewartet auf der Insel, um dann festzustellen. Genau, ich hab einen schlimmen asthmatischen Husten, dann fahrt ich's. Wer ist der Jexer, stört ich's. Super, super Sache, ganz toll gelaufen, wieder Planung, fabulös. Mit Bravour, ja, an die Wand gekackt, blöd ins Meer geschissen vielleicht, an die Welle gespuckt, gegen das Salz gekackadut. Naja, dann die Reise, oh, hi, so Fleisch gibt's da gar nicht mehr, ey. Nur vom Aussterben bedroht. Nur hier in West-Ost-Pazifik-Tonien, da gibt's noch Hai wie Hai am Meer. Ja, so ist das. Wie Hai am Meer. Eieiei. Heikles Thema. Ja, das ist. Ach, Leute.
Ich fahre eine straighte Linie. Ich versuche es zumindest, nämlich ich will irgendwann auch wieder nach Hause finden. Oh, und dieses Geschipper. Oh, Leute, ich will ein Schiffsschräubchen finden, dass wir endlich mal einen schönen Motor haben. Ich hab einen Motor. Ich hab einen Motor. Mama mi, Mama mo, Mama Motor. Yamaha Motor. Könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Wir schalten mal zurück in die Zentrale. In die Sendezentrale. Da wird gesendet und gefunkt, bis die Funken sprühen. Shippy. Ship und Schepper. Scheffel und Schopper. Bruder und Bruder. Paddel und Waddel. Paddel und Nadel. Du alter Fickschlitten. Lalalalalalala. War das jetzt? Ey, es ist. Oh, was bist du? Ein Schwertfisch. Greifen die mich jetzt auch schon an? Die müssten ja eigentlich nur mit ihrem spitzen Ding da vorne mir hier einmal reinpieksen und ich wäre für den Rest meines noch kurzen Lebens am Arsch. Am Arsch der Waldfee. So, es freut mich. Ne, jetzt ruder ich zurück oder was? Oh, ich hab wieder voll die. Wart mal. Moment. Jetzt sehe ich wieder nicht, wo die vermaledeite Sonne ist. Wart mal. Ja, scheiße, jetzt sehe ich nicht, wo die hinwandert, ne? Oh, das ist eine schöne Sache. Schöne Sache ist das. Super toll. Super ist das. Super toll. Eine super tolle Sache ist das. Richtig schön. Ich glaube, da. Wenn ich jetzt sage, da waren wir noch nicht, da weiß ich genau, wo ich jetzt hinsehe. Nämlich genau da, wo wir schon mal waren. Spannung pur. Na. Kleiner. Hi, ich bin's. Der Hai aus Zampukistan. Popo Katte Petel, ey. Lass mich raten, hier waren wir schon. Das ist genau die Insel, wo ich herkomme. Nee. Da unten ist ein Schiffswrack. Ist es etwa sicher hier? Mir sieht gut aus. Problem, was ich jetzt habe, ist, dass genau das meine Taschen voll sind. Oder soll ich erstmal runtertauchen und gucken? Nicht, dass wir hier auch schon waren. Runter da hin, halt. Riesenbottich. Riesenbottich an. Fuelt. Na, also hier waren wir auf jeden Fall. Komm, den nehme ich schon mal mit. Lalalala, Schübidada, hier waren wir schon mal nicht. Und da gibt es bestimmt noch mehr. Hallo, Hiopai. Guten Tag. Na, wie geht's, mein chemiger Freund? Oh, was ist denn das? Ach, ein Fass. Ich dachte, da wäre noch ein Bus. Ein Bus, natürlich. Ein Bus im Meer. Wo kommt der denn her? Lalalala, Schubidubidu. Ich und du auf der Insel. Und zwei Schuhe. Wer kriegt die Schuhe? Wir streiten uns drum. Lalalala. So, wir gehen mal an Land. Oh, endlich Land hier. Mal, jetzt hätte ich. Ich bin natürlich dumm wie dem lag. Ich hätte natürlich jetzt die zwei Kartoffeln noch eben schön auf dem Boot futtern mampfen. Ey, hör mal, dafür habe ich 18 Minuten die Kartoffeln gebraten, damit. Am Arsch lecken, damit das bisschen hier an Energie wiederhergestellt wird, oder was? Mal, wer ist der verrückt im Kopf? Weil er wieder Malle. Die machen ja gar nichts, die Kartoffeln. Wollt ihr mich veräppeln, ey? Mach ich nie mehr Kartoffeln. Größte Schund auf Erden. So, der Engine. Nee, Fuel-Tank. Hörst du, Punk? Brauchst einen Fuel-Tank. So, wir sind hier auf einer Insel, die wir noch nicht kennen. Und das Tolle ist, ich habe komplett vergessen, aus welcher Richtung wir kommen. So, deswegen Hacke, Bienenkacke. Ich mache mir mal einen Baum. Entschuldigung. Bisschen Asthma darf ja noch erlaubt sein. So, da fallen
schon die Kokosnüsse von der vom Tannenbaum. Wir feiern aber eigentlich den 24. Dezember hier in der Karibik. Ich glaube, von der komme ich. Wie spät haben wir es denn? Welches Datum haben wir denn? Juni. 9 Tage überlebt. Ich bin hart wie Eisen. Hart wie ein Paddel. Ja, wie feiert man eigentlich Weihnachten auf so einer tropischen Insel? Macht man sich da eine schöne Palme zurecht? Macht ein paar Kerzen in die Kokosnüsse und hängt sie sich in den Baum und die Haie singen einem, oder die Wale mit ihren tollen Walliedern singen einem tollige, lustige, tuffige Steinzeitgeschichten. Ja, ist natürlich jetzt eine astreine Sache jetzt. Ich tanz gleich Limbo hier, ey. Wo ist denn der Unterwasser-Jodler da? Ist mir jetzt auch Wumpe, ey. Komm, oh, noch eine Hardcase. Oh, ein Pocket. Alter, ich versteck mich hinterm Gitter. Nein, blöde Idee. Ich hab keine Luft. Wo ist denn der? Oh, scheiß die Wand an. Lalala, ich geh nach oben. Knabber mir bloß nicht ins Bein, du. Was? Wo bin ich noch reingekommen das letzte Mal? Door, aua. Ist der böse? Ist der böse? Ist der. Oh, giftig? So, jetzt haben. Oh, scheiß die Wand an. Was haben wir hier alles? Oh, ein Kompass! Geil! Ein Propeller! Ja! Ja! Yes! 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 Jetzt nur noch rein ankommen! Oh, ein Propeller geht schneller da hier! Hör mal! Super Sache! Ist es das, was ich denke, dass. Oh, ich muss an Land kommen! Ist es der Antrieb? Ist es der Antrieb? Ja, ich glaube es eh! Ich mach 3 Kerzen an, wenn ich so aus bin. Und ein Kompass. Richtig geiler Shit, ey. Oh, wenn das mal ein Propellerchen ist und ich den Motor zusammentöpfeln kann, Leute, dann können wir ja abrasen, ey. Und ich will ja unbedingt nochmal diese. Diese Sand. Besser kann es nicht gehen, sag ich dir. Aber lieber noch hier. Ich weine gleich ins Taschentuch. Ach, guck mal. Klotz. Mit Klotz kann man alles machen. Onanieren, masturbieren. Super, wunderbar. Dank Klotz. Boah, das Ding muss ich. Leute. Verdrückt. Ich schau erstmal ein Safe Game an der Start. The previous save wird overwritten. Yes, because I like it. Ich glaube, wir sollten uns jetzt hier mal. La 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 la. Eine kleine Base einrichten. Würde ich mal so einfach frech behaupten. Mit ein paar Stones. Ein bisschen Holz. Und weißt schon, was du so brauchst. So für ein gemütliches Feng Shui zu Hause. So ein bisschen. Bienenwachs am Türgriff und dann flutscht das auch von selbst an so und so. Aber ist bescheiden. Ja, großer Freund der Lust. Hallo, großer Freund der Lust. Du hast keinen Frust. Oh, ich hätte gern einen CD-Player hier, dann könnte ich mir Walgesänge anhören. Keine Ahnung, Walgesänge sind schon. Ich höre sie jeden Abend zum Einschlafen nicht. Sind so entspannt. Oh, Krabby Krabs. Hier ist ja noch eine Krebskolonie. Ja, mit dem Dach über dem Kopf wird das hier erstmal nichts. Ich bin schon froh, wenn ich mir hier erstmal eine kleine röstige Feuerstelle einrichten könnte. Because, ja, wo Dümpel. Was wäre denn eine schöne Stelle hier für so ein Feuerchen? Ich will da nicht hochklettern. Das ist übrigens eine geile Funktion, dass man hier die Palmen hochklettern kann. Das ist richtig fein. Das war ein richtig feiner Zug von dir. Programmierer Nummer 1, dass du das reingebaut hast. Finde ich super. So, wir brauchen. Stimmt, wir brauchen noch The Lashes. So, Campfire. Fängt man ganz simpel an. Ach, wo dübel ich denn das hin? Ich glaube hier, ne? So, und jetzt können wir jetzt noch irgendwie was Campfire-mäßiges? Nee. Da braucht man nämlich schon wieder ein Messer. Ich hatte aber 2 Messers hier, ne? Da ist, ja, welches waren jetzt das.
Das angefangen. Was war das angefangene Messer hier? Ne, das war das neue. Neuware Schweizer Messer. Qualität aus Schweizer. Ja, Qualität aus deutschem Land, hätte ich fast gesagt, beim Schweizer Messer. Alles klar. Er hat zu viel. Er hat zu viel, was auch immer, gefehlt. Battlefield gefehlt. Betafield. Oh, Jucker mir Juckel ein, ey. Juckelheinz und die gelbe Palme des Nordens. Schüttel mir mal einen von der Juckerpalme, du Alter. Komm, wedel mal. Lalalala, Lasching. Mensch, du hast Lasching, es ist Fasching. Richtig cool. Da können wir schöne Girlanden machen. Ist doch scheiße, allein hier in so einem botanischen Meeresinselgedönse, weil du musst ja komplett auf deinen Firepit. Brad Firepit, der neue Film von Brad Firepit und Spit. I spit on your pit. Ja, toll. Ich bin, glaube ich, super, weil ich das Feuerzeug gar nicht dabei habe, ne? Ich doofer Depp, ich nehme jeden Scheiß mit, aber das Feuerzeug nicht. Geiler Adventskranz, ey. Ja, kann ich jetzt wegen zwei Steine aneinander hauen, dass ich ein bisschen Feuer krieg? Ein bisschen Feuer. Es ist Krieg, Feuerkrieg. Ja, kacke, ey. Meine Fresse, bin ich doof. Selten so dämlich gewesen. Ich paddle jetzt nochmal outside. I'm on the outside. Ich krieg gleich eine GEMA-Sperre. Geh mal stinken. Wer war doch hier? Hör mal. Wo ist denn das töfte Böd? Le Böd. Oh ne, das war noch weiter drauf. Hier ist es. Aber es brubbeln keine Bläschen mehr, ne? Doch, hier. Gibt's da noch was? Oh, jetzt wird das schon wieder dunkel, hör mal, ey. Krieg ich doch. Ey, da krieg ich echt Zustände hier. Lalala. Kabinett? Ne, hier ist kein Kabinett. Doch. Ach, da waren wir drin. Lass doch mal offen, dass ich wenigstens weiß, wo ich schon mal war. War da was Böses? Hier liegen noch Logbuch. Achtung. Captain der. Oh, fuck die Fucke, ey. Ey, das ist mir zu riskant, ey. Das ist schon wieder High Alarm auf Malle, ey. Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Scheiße. Pisse, Fieke, Kacke. Ich weiß nicht, ob ich das rauspiepsen soll. Das ist jetzt einfach blöder Humbug. Humbug ist das. Ganz blöd. Ganz, ganz doof. Zwar, auf der einen Seite ist es richtig geil, weil wir haben das Schräubchen endlich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich jetzt das Feuer vergessen habe, bin wieder typisch ich, ne? An den Käse denke ich, nur nicht ans Feuer. So, jetzt hau ich mir nochmal, ne, doch nicht zwei, nur eine. Ich habe da noch die leckeren Kartoffeln hier. Wo habe ich denn die Flasche? Ich hätte die da unter dem Wichslappen versteckt. Hier sind sie. So, die geben mir noch restliche Energie. So, Energie ist so wichtig für mich. Bin ja so aus Energie. Und noch ein Schluck aus der Pulle. Nicht zwei, nicht alle auf einmal, alter Schlingelhals. Schlingelhals. Ja, ist das denn zu fassen? Ist das denn fassbar? Vielleicht finde ich ja da drüben in dem Frack. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn man sagt, er trägt Frack? Hat er dann so einen Schiffsfrack um sich geschnallt? Ja, aber weiß nicht, ob das so schlau war hier, ohne mein Gummiboot daraus zu babbeln. Aber auf. Ja, natürlich geht's da jetzt nicht rein. Natürlich, hier geht's rein. Hätte ich auch gleich sehen müssen. Da brennt ja noch Licht hier in der Dunkelkammer. Hardcase. Klotze, super. Was ist das? Ohne Flashlight. Eine Laterne. Oh, coolo, cuyo, coolo. Lalalala. Hä, was? Diskus. Ach, das ist der Fisch? Oh Gott, Alti. Oh ja. Wenn mich jetzt einer... Da ist schon ein Hai. Nee, ich halte einen Lappen in der Hand. Oh. Ich hör's, der Hai kommt. Lalala, wo war er denn?
Alter, war da noch eine. Ohoho, ich habe aber ein Schwein. Nee, ich habe ein Hai. Ich habe ein Hai gefressen. Ja, piss mir ans Gebälk, ey. Geile Laterne. Kann ich leider nichts drüber grillen. Blöd, ne? Ich würde mal sagen, der Plünderzug hat sich doch gelohnt. Was nehme ich mit? Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse die Schraube hier. Arschlecken, Kompass, wichtig. Pocketkniefe. The Water. Und der Fuel Tank. Und damit begebe ich mich dann zurück. So, die Klotze kannst du hier lassen. Auch wenn... Ah, doch. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis der Tag anbricht. Was mache ich bis dahin im Kreis springen? Halleluja. Oh, 9 Tage. 9 Tage überlebt. Gleich sind es 10. Das ist ja wie Silvester. Wir zählen mal den Countdown. Winter hier in dieser karibischen Landschaft. Eigentlich bin ich gar nicht so allein. Ich habe Bipi. Bipi. Hey, Bipi. Bipi. Bipi Langstrumpf. Der beste Freund am Armgelenk. Auch genannt die Handschelle. Was liegt denn da? Die Frage ist, gibt es überhaupt ein Ende bei einem Spiel, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich spekuliere mal ins Blaue, Festland wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Ja, gibt es hier ein Ende? Kann man gerettet werden? Kann man wieder zurück nach Hause kommen? Wächst mir denn auch ein Bart wie in The Witcher 3, umso länger ich hier auf Vorsee bin? Ja, ein alter Berater. Kann ich mir auch ein Holzbein machen? Ich weiß es nicht, was hier noch für Featuretten kommen. Featuretten. Featurette. Das Pflaster für Leute, die Feature brauchen. So, ich renne schon wieder viel zu blöd rum. Ach, guck mal, da drüben liegt noch ein Jacques Lefrac. Pass mal auf. Oh, im Dunkeln dahingehen ist totaler Shit, ey. Andere Leute den ganzen Plunder. Lala. Wisst ihr was? Ich gehe auch nochmal sicher. Ich hau nochmal eine Save in die Mulde. Lalala. Ich sehe kein Hai. Und wenn der Biss, der geht auch bald vorbei. Lalala. Ich schwimme jetzt raus. Sorgenfrei. Sorgenfrei. Herr Hai. Toolbox. Torch. Na super. Eine Torch. Was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied vom am Felsen hängen bleiben und am Felsen hängen bleiben? Ne, von Torch und Flash... Matt? What the fuck? Hä? Ich hab doch die Torch aufgenommen. What? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich hab das hier nur aufgenommen. Habe ich es verlaufen? Nein, ich habe das doch nicht fallen gelassen. Im Leben nicht. Also das muss ich mir nachher beim Rendern, beim Rendern nochmal angucken. Hey, habe ich das blöde Ding weggeworfen? Niemals nicht. Niemals! Ich brauch den... Torch Detector 3000, so. Ja, jetzt haben wir es wenigstens schön hell hier, ey, mit diesem... Halten die eigentlich endlos hier die Laternen? Mit dieser Laterne? Richtig geil. Wenn ich da noch 50 finde, kann ich mir zum... Na, sag mal, ja doch, kann ich mir zumindest schon mal eine Landebahn zusammen dübeln irgendwie. Vielleicht landet dann ja mal jemand hier auf meiner Insel. Auf meiner Insel. Wäre cool, wenn man den Insel noch Namen geben könnte. Ich wusste nicht, wie ich sie nennen würde. Ja, ist jetzt blöd, ne? Warten, bis es hell wird. Aber ich traue mich im Dunkeln, ehrlich gesagt, nicht mehr übers Meer. Oder wir machen es so, ich mache hier einen kleinen Kika-Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es Richtung Heimat geht. Auf alten Seebärenwegen. Ja, komm, wir nehmen schon wieder ein gutes Stück. Was? Was sind das für fliegende... Komm, hier motten, weil ich die Laterne in der Hand habe. Schickimicki. Kann ich ja bald Motten essen. Mottis. Motti-Python. Geil, ich mach die Laterne an und es kommen hier
Insekten angeschwirrt, die mich dann überall hinstechen und Malaria übertragen. Ne, ja, das finde ich cool. Kann ich übrigens die Laterne mal aus... Ja, die kann ich sogar ausmachen. Ja, geilo. Ja, tschubidubi. Ja, super, super ist das. Super. Ne, Leute, dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich Richtung Heimat paddel. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Ja, kann ja nicht mehr lang dauern. Trotzdem mache ich hier mal ein Kettchen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Stranded Deep mit mir, dem Dark Zone. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.